So, hier geht es jetzt um einen weiteren Begriff aus dem Bereich Kategorientheorie, und zwar um den Begriff eines Epimorphismus. Und ja, weil das ein ellenlanges Wort ist, kürzen wir das jetzt und in Zukunft immer ab mit Epi. Also es geht um Epis. Und was ist so ein Epi? Was ist die definierende Eigenschaft? Das ist das Folgende: Wenn wir drei Objekte in einer Kategorie haben, sagen wir, die heißen A, B, C, und wir ein Morphismus G von A nach B haben und zwei Morphismen F1 und F2 von B nach C. Und zwar so, das gilt, also schreiben wir das so in der Form mit, und zwar so, das gilt erst G und dann F1. Das ist dasselbe wie erst G und dann F2. Also unter diesen Voraussetzungen muss folgen, dass F1 gleich F2 ist. Und ja, wer jetzt das Video über die Monomorphismen gesehen hat, der sieht sofort, dass das der zum Monomorphismus duale Begriff ist. Also ein Epimorphismus ergibt sich dadurch, dass man ja den Monomorphismus hernimmt und alle Pfeile umdreht. Und ja, also das ist zunächst mal die Definition. Ich will auch noch mal eben das Wichtigste. Also wir haben diesen Morphismus G, und von dem sagen wir jetzt also, das ist ein Epi. Wenn also gilt, dass F1 verknüpft mit G ist gleich F2 verknüpft mit G zur Folge hat, dass F1 gleich F2 sein muss. Ja, also diese erzwungene Implikation hier, diese hier, das ist die definierende Eigenschaft des Epimorphismus. Und ja, betrachten wir mal ein Beispiel. Und zwar einfach die Surjektion. Also wir werden jetzt sehen, dass dieser Begriff Epimorphismus den Begriff Surjektion als Spezialfall enthält, nämlich Spezialfall Kategorie Set oder Kategorie Mengen, je nach Ausdrucksweise. Also die Surjektion in der Kategorie Set ist ein Epimorphismus. Nun habe ich es doch wieder ausgeschrieben, aber ich denke, es ist auch nicht schlecht, wenn man das einmal zumindest ausgeschrieben gesehen hat. Und ja, was bedeutet das? Das bedeutet also jetzt hier diese Geschichte hier, die wir hier oben geschrieben haben, die müssen wir jetzt übersetzen in die Kategorie Mengen. Also machen wir jetzt erstmal drei Mengen hin. Das ist unsere Menge A, das ist unsere Menge B und das ist die Menge C. So, und die Morphismen, das sind natürlich dann ja, einfach Abbildungen von den Mengen. Also das ist die Abbildung F1 und das ist die Abbildung F2. Und hier haben wir eine Abbildung G von A nach B. Ja, und jetzt ist es so, wenn wir haben zuerst G und dann F1 ist gleich zuerst G und also hier mit der Verknüpfung von Abbildung ist dasselbe wie zuerst G und dann F2, dann können wir folgern, dass dass F1 gleich F2 sein muss, aber nur dann, falls G surjektiv ist. Das machen wir uns gleich noch klar. Aber jetzt erstmal einmal vorausgeschickt, bevor wir uns das sozusagen noch am Bild ein bisschen klar machen. Das ist jetzt genau diese Geschichte, die wir hier in der abstrakten kategorientheoretischen Welt von so einem Epimorphismus fordern, dass also aus F1 G gleich F2 G folgen muss,
dass F1 gleich F2 ist. Und genau das ist jetzt hier in der Kategorie Set erfüllt. Wenn wir also haben Abbildung G verknüpft mit F1 ist gleich Abbildung G verknüpft mit Abbildung F2, dann folgt F1 ist gleich F2, falls G surjektiv ist. Und dass das so ist, das können wir uns mal eben hier einzeichnen. Also was könnte denn schief gehen? Also hier steht ja falls. Was könnte denn schief gehen, wenn G nicht surjektiv wäre? Also machen wir jetzt mal ein paar Elemente hier rein. Und hier auch ein paar Elemente in diese Ausgangsmenge, sagen wir so. Und jetzt werden also diese fünf Elemente auf diese vier Elemente in B abgebildet. Die fünf Elemente aus A auf die vier Elemente aus B. Das habe ich jetzt hier so gezeichnet, weil wir jetzt im Moment ja nicht über Injektivität bzw. Monomorphismen sprechen. Also G kann durchaus eine Abbildung sein, die nicht injektiv ist. Und ja, wenn wir jetzt hier zwei Abbildungen F1 und F2 nachschalten und das Bild von G, die ganze Menge B abbildet, dann können wir also diese Schlussfolgerung hier ziehen, dass F1 gleich F2 ist. Ein anderer Fall wäre aber, dass jetzt hier in B noch Punkte liegen, die nicht von G getroffen werden, also nicht im Bild von A unter G drin liegen, also diese Kreuze jetzt hier. Ja, und dann könnte es ja so sein, dass F1 nach G gleich F2 nach G ist, ohne dass F1 gleich F2 ist, also ohne dass diese beiden Abbildungen F1 und F2 gleich sind. Ja, und das würde dann einfach so funktionieren, dass diese beiden Abbildungen F1 und F2 zwar auf diesen von G getroffenen Punkten übereinstimmen, aber keineswegs hier auf diesen von G nicht getroffenen Punkten übereinstimmen und dann also auch nicht die gleiche Abbildung darstellen. Und das kann also nicht passieren, wenn G surjektiv ist. Deswegen haben wir hier also diese Zeile stehen, dass F1 G gleich F2 G folgt F1 gleich F2, falls G surjektiv ist. Das ist also die Geschichte. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause und nach der Pause gucken wir uns an, beziehungsweise für euch ist das dann im nächsten Videoteil. Im nächsten Videoteil gucken wir uns ein Beispiel für einen Epimorphismus an, der nicht surjektiv ist. Und wir werden dann auch sehen, dass ja eine von ja, aus der Mengentheorie liebgewonnene Tatsache, nämlich dass Injektiv und Surjektiv gleich Isomorphismus in der Kategorie der Mengen ist, dass wir also diese Geschichte nicht rüber retten können in den abstrakteren Bereich der Kategorientheorie. Darum geht es also dann im nächsten Teil.